Mathis Tell, besser als Kane, Osimhen, Choupo-Moting und fast so gut wie Haaland? Fragezeichen? Genau so sieht's aus. Das wird euch eine Statistik im Laufe des Videos auch beweisen. Von seinem beeindruckenden Torinstinkt bis hin zu seiner außergewöhnlichen Technik. Mathis zeigt bereits jetzt eine bemerkenswerte Vielseitigkeit und ein enormes Potenzial, das die Fußballfans aufhorchen lässt. In diesem Video tauchen wir ein in seinen Werdegang und fokussieren uns auf seine beeindruckenden Statistiken. Außerdem wagen wir einen Blick in die Zukunft und entdecken, was sie für ihn bereithalten könnte. Wenn ihr in Zukunft kein spannendes Video über die Bayern verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke. Würde mir und dem Kanal natürlich auch sehr helfen. Hier ist ein kleiner Überblick, wie das Video aufgebaut ist, also starten wir rein mit seinem Werdegang. Geboren wird Mathis am 27. April 2005 in Sarcelles, einem Vorort von Paris. Für den jungen Mann gibt es seit seiner Geburt nur eine wahre Liebe, und die ist der Ball. Seine Reise zum Fußballstar begann im Jahr 2012 bei Villiers-le-Bel, dem Heimatverein von Tell, wo er seine fußballerische Ausbildung startete. Bereits früh zeigte sich sein Talent und im Jahr 2016 zog es ihn in die Jugendabteilung des renommierten Paris FC, also nicht Paris Saint-Germain, sondern der zweite große Verein in der französischen Hauptstadt. Dort verbrachte er aber nur ein Jahr, bevor er seinen Weg Spieler fortsetzte. In den folgenden Jahren unterzeichnete Tell Verträge bei zwei Amateurvereinen, AS Jeunesse Aubervilliers und Montreux. Diese Stationen boten ihm wertvolle Erfahrungen und die Möglichkeit, sein Spiel weiterzuentwickeln. Im Juli 2020 erhielt Tell eine einzigartige Chance und wechselte in die hoch angesehene Jugendakademie von Stade Rennes. Hier hatte er die Gelegenheit, sich in einer professionellen Umgebung weiterzuentwickeln und sein Potenzial zu entfalten. Bereits im August 2020, im zarten Alter von nur 15 Jahren, durfte Tell sein Können unter Beweis stellen und spielte für die U19 in der UEFA Youth League. Ein Meilenstein in seiner Karriere ereignete sich am 15. August 2021, als er sein Profidebüt für Stade Rennes in der Ligue 1 feierte. Im Spiel gegen Stade Brest wurde Tell in der 85. Minute eingewechselt und machte somit die ersten Schritte auf der großen Bühne des Profifußballs. Nur wenige Wochen später folgte ein weiterer bedeutender Auftritt, als Tell auch in der Gruppenphase der UEFA Europa Conference League sein Können unter Beweis stellte. Im Heimspiel gegen die Tottenham Hotspur wurde er in der 90. Minute für Serhou Guirassy, den heutigen Stuttgarter, eingewechselt und trug somit dazu bei, dass seine Mannschaft ein 2-2 Unentschieden erreichte. Die herausragenden Leistungen bzw. eher das riesige Potenzial von Tell blieben nicht lange unbemerkt. Und zur Saison 2022-23 eröffnete sich ihm die Gelegenheit, zum deutschen Rekordmeister FC Bayern München zu wechseln. Ein Wahnsinn und absoluter Karrierehöhepunkt für das junge Talent. Man muss schon zugeben, einen damals 17-Jährigen mit 0 Toren und 49 Ligue-A-Minuten für 20 Millionen plus eventueller Boni nach München zu holen, war bzw. ist ja immer noch ein Gamble. Zeigt aber auch, wie viel Vertrauen die Bayern in ihn haben. Sein Start bei den Roten war atemberaubend. Bei seinem Startelfdebüt im DFB-Pokal gegen FC Viktoria Köln am 31. August erzielte Tell das zwischenzeitliche 0:2 und wurde damit mit gerade einmal 17 Jahren und 126 Tagen zum bisher jüngsten Pflichtspieltorschützen in der gesamten Geschichte des FC Bayern. Wen hat er abgelöst? Wer es weiß, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Nicht nur im DFB-Pokal, sondern auch in der Bundesliga machte Tell Furore. Beim Bundesliga-Startelfdebüt am 10. September 2022 gegen den VfB Stuttgart traf er zum zwischenzeitlichen 1:0. Seine Leistungen katapultierten ihn auf den beeindruckenden 4. Platz der jüngsten Bundesliga-Torschützen aller Zeiten. Neben dem Platz ist Mathis so ein ruhiger, höflicher Mensch, unfassbar sympathisch der Kerl. Wer es noch nicht gesehen hat, schaut euch mal das Interview von ihm auf dem YouTube-Kanal des FC Bayern an. Was er jetzt schon für ein Deutsch spricht, richtig, richtig gut. Und das nach einem Jahr. Bei ihm merkt man, dass er sich mit dem Verein identifiziert und alles Mögliche tut, um hier Fuß zu fassen. Seine Statistiken für die erste Saison beim großen FC Bayern können sich durchaus sehen lassen. 5 Tore in der Liga sowie 1 im DFB-Pokal. Hört sich nach nicht so viel an, aber wenn man sich die Minuten pro Tor in der Liga anschaut, sieht die Sache ganz anders aus. Das führt uns zur vom Beginn des Videos angesprochenen Statistik. Hier ist der junge Stürmer der Bayern besser als fast jeder Top-Stürmer der Welt. Aus dieser Statistik kann man dann also rauslesen, dass Tell fast so gut wie Haaland ist und Choupo besser als Kane. Spaß beiseite, natürlich kann man da noch nicht so viel rauslesen, aber was trotzdem Fakt ist, Tell macht seine Tore. Ich habe euch hier mal sein Profil von FB Ref mitgebracht. Hier sieht man ihn im Vergleich zu anderen Stürmern aus den Top 5 liegen. Man kann deutlich sehen, dass er bei den Schuss- und Passstatistiken schon jetzt auf einem echt starken Niveau ist. Bei den Vorlagen sieht er hier ganz schlecht aus, dort ist er in der schlechtesten 6%. Liegt aber auch daran, dass er immer versucht, selbst Schussaktionen zu haben, um die kurze Zeit auf dem Platz zu nutzen.
Neben seinen beeindruckenden Clubleistungen hat sich Tell auch in der französischen Nationalmannschaft einen Namen gemacht. Im Jahr 2021 absolvierte er 6 Testspiele für die U18 und beeindruckte mit 5 erzielten Toren. Er trug maßgeblich zum Titelgewinn bei der U17-Europameisterschaft 2022 bei, indem er in 6 Einsätzen 3 Buden erzielte. Aktuell ist er bei den Bayern sogar Stürmer Nummer 1. Choupo-Moting ist verletzt und noch kein neuer Neuner im Anflug Richtung Allianz Arena. Das wird beim Bundesliga-Auftakt in Bremen aber wohl anders aussehen. Im Test gegen Man City hat er das Tor gemacht. Gegen Kawasaki Frontale hatte er 4 dicke Chancen und hat leider keinen gemacht. Matisse zeigt sich im Training vollkommen engagiert und gibt sich lernwillig. Die Reise von Tell ist ein beeindruckendes Beispiel für außergewöhnliches Talent, harte Arbeit und Entschlossenheit. Seine Zukunft verspricht eine strahlende Karriere und Fußballfans weltweit sind gespannt, wie sich sein Weg weiterentwickeln wird. Mein persönlicher Karriereplan für ihn sieht vor, Saison 23/24, mehr Einsatzminuten als letzte Saison und alles aufsaugen, was ihm Harry Kane mitgeben kann. Vielleicht ist die Breaking News ja zur Veröffentlichung des Videos schon draußen, aber egal wann, ich bin mir sicher, dass Tottenham klein beigibt und der Premier League Torjäger in München aufschlägt. Im Sommer 2024 würde ich ihn für 2 Jahre an ein Team wie zum Beispiel Gladbach verleihen, sodass er im Jahr 2026 als 21-Jähriger gestärkt und mit viel Spielzeit zum deutschen Rekordmeister zurückkehren wird. Wir werden die Entwicklung dieses aufstrebenden Stars gespannt verfolgen und sehen, wie er sich als Teil des FC Bayern München und der französischen Nationalmannschaft weiterentwickeln wird. Das war's mit meinem Video zum Matisse Tell. Daumen hoch und Abo nicht vergessen. Vielen Dank, Servus und bis bald.